Und herzlich willkommen bei unserem Webinar, wie du die NIS2-Richtlinie für Cybersicherheit in deinem IT-Unternehmen umsetzt, für dich und deine Kunden und wie du daraus ein Zusatzgeschäft generierst. Kurzes Stimmungsbild von euch. Wie viele von euch fühlen sich denn unsicher, was sie zum Einhalten dieser NIS2-Richtlinie für das eigene Unternehmen tun müssen? Also, wer sagt, Mensch, ist so ein bisschen nicht greifbar. Okay, scheint auch ein paar Leute heute eben zu betreffen. Und zweitens habe ich eben schon gefragt, wie viele von euch wünschen sich ein attraktives Zusatzgeschäft und Projekte bei Kunden aus den neuen NIS2-Richtlinien. Genau deshalb geht es eben heute darum. Und der Christian Herbst und ich, wir zeigen euch heute eben direkt umsetzbares Know-how zum Thema NIS2 für dich und deine Kunden. Und ganz am Ende zeigen wir dir auch, wie du dir unser NIS2-Toolset runterladen kannst. Wir haben schon ein paar Dinge für euch direkt vorbereitet. Ich frage nochmal ganz gezielt, wer hat denn schon Aufträge nur wegen NIS2 bekommen? Also wo es tatsächlich so war, dass er einen Kunden angesprochen hat, der Kunde hat das erkannt, dass es dort ein Problem gab und hat gesagt, ich beauftrage jetzt was bei euch. Und ich gehe davon aus, dass sich jetzt keiner melden wird, weil das Thema noch gar nicht richtig angekommen ist beim Kunden. Genau, noch gar nichts. Tatsächlich ist es so, als die neuen NIS2-Richtlinien kamen, war es so, dass wir im Dezember 2022diese Network and Information Security-Richtlinie 2.0, so heißt sie ja ganz genau, verabschiedet wurde. Da gab es eben bei vielen IT-Kollegen ein Stöhnen. Die Kollegen haben sich dann darüber beschwert und haben gesagt, oh, jetzt schon wieder so eine blöde neue Regelung. Tatsächlich ist es so, dass ich das als etwas Positives gesehen habe. Die meisten anderen IT-Kollegen haben gesagt, da droht uns jetzt wieder mehr Arbeit, das ist eine unklare Bedrohung. Und ich habe es als eine große Chance dabei gesehen, denn wir hatten schon mal vor einiger Zeit eine fast identische Situation. Denn die Geschichten, die wiederholen sich ja immer wieder bei uns in der IT-Branche. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran an das Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung, die 2016 verabschiedet wurde und dann nachher 2018 gültig in Kraft trat. Und diese neue Richtlinie war einer der größten Auftragsbringer der letzten 10 Jahre, weil wir diese EU-DSGVO als Vertriebschance genutzt haben. Und das ohne, dass wir jetzt selber Datenschutzleistungen angeboten haben, sondern nur, weil wir das Thema auf eine bestimmte Art und Weise bei unseren Kunden angesprochen haben. Und deshalb bietet sich diese Chance noch einmal mit NIS2 und sie ist eigentlich sogar noch größer und noch besser. Frage in die Runde: Wer von euch hat gezielt mit DSGVO neues Geschäft im Systemhaus gemacht? Also geht auch gar nicht darum, dass ihr das als eigene Datenschutzagentur gemacht habt, sondern ganz gezielt, okay, ihr seht, und das Thema wird diesmal noch viel besser und noch viel größer, weil wir viel, viel dichter dran sind am IT-Kern. Was bei uns geholfen hat bei diesem DSGVO-Thema, war ein starker Unterstützer. Und das gesamte DSGVO-Thema hat mich anfangs wirklich belästigt und beängstigt, weil wir eben mit unserem Know-how weit entfernt waren als IT-Unternehmer. Wir hatten eben mit solchen Themen wenig zu tun gehabt vorher, also jedenfalls als Datenschutzbeauftragte. Ja, genau, René Floyd Graf, absoluter Experte in dem Bereich, als Datenschützer übrigens. So, und zum Glück haben wir einen Experten gefunden, der einerseits unser eigenes Datenschutzproblem löste, also er hat für uns erstmal das Thema gelöst gehabt und andererseits zeigte er uns, wie wir ein Geschäft mit diesem DSGVO-Thema aufbauen können, ohne dass wir selbst umfangreiches Know-how aufbauen müssen. So, und das ist tatsächlich 2018 super gut angelaufen. Das hat auch noch für mehrere Jahre gutes Geschäft besorgt. Und jetzt setzen wir diese gleichen Methoden und Werkzeuge noch einmal um, damit ihr auch daraus ein neues Geschäft machen könnt. Entscheidend sind also nachher zwei Dinge. Erstens, wie du diese NIS2-Richtlinie für dich und deine Kunden umsetzt, wie du daraus ein vernünftiges Geschäft machen kannst. Und andererseits, also das ist jetzt erstmal der rechtliche Teil, wie sieht diese Richtlinie überhaupt aus, was muss ich berücksichtigen? Und andererseits, wie kann ich daraus ein funktionierendes Geschäft machen, das mir am Fließband immer wieder neue Aufträge generiert? Beides zeigen wir euch heute, wie das funktioniert. Und das haben wir eben heute auch aufgeteilt, nämlich einerseits in den Teil, den der Chris macht und andererseits den ich euch mitzeige. Das heißt, was wird dir das heutige Webinar bringen? Erstmal zeigen wir euch, was die NIS2-Richtlinie inhaltlich für dich und deine Kunden bedeutet und wann sie besonders relevant ist. Und einen kleinen Spielverderber muss ich an der Stelle schon mal bringen. Es kann sein, dass ihr ein Drei-Mann-Systemhaus habt und trotzdem in die Anforderungen von NIS2 reinfällt. Wirklich, ihr könnt als Drei-Mann-Firma plötzlich bei bestimmten Bedingungen in die Situation kommen, dass ihr diese NIS2-Richtlinien einhalten müsst. Und dabei sollte man eben genau darauf achten, dass man das auch wirklich einhalten kann, denn sonst kann das echt teuer und gefährlich werden.
Dann zeigen wir euch, wie ihr diese NIS2-Bestimmung umsetzt, ohne dass ihr langfristig eine Hau dafür aufbauen müsst, wie ihr euch das ganz einfach machen kannst. Und dann zeigen wir euch noch, wie du dir ein NIS2-Geschäftsmodell aufbauen kannst, mit dem du immer wieder neue Aufträge gewinnst, ohne selbst viel Zeit zu investieren. Also einerseits inhaltlich NIS2, andererseits vertrieblich. Und wir zeigen euch noch, wie wir euch dabei als echte Problemlöser zur Seite stehen können. Okay? Rede ich zu schnell oder zu wirr? Meine Mitarbeiter werfen mir das regelmäßig vor. ja, genau so ist es. Also, wie machst du also nun ein NIS2-Geschäftsmodell daraus? Wir wollen es einmal ganz kurz zeigen, die Baustellen wirklich funktionieren. Den Vertriebsteil mache ich bewusst nach dem Blog von dem Chris Herbst, der uns mal so in die genauen Details von NIS2 mit einführt. Die erfolgreichsten Elemente, die ihr aber jetzt schon mal auf die euch freuen könnt, die wir euch nachher nochmal zeigen. Wir haben das bei zig IT-Unternehmen ausprobiert innerhalb der letzten Monate. Wenn ich auf die letzten Jahre eingehe, sind sogar hunderte von IT-Unternehmen, die mit unseren Konzepten ihre Neukundengewinnung gemacht haben. Neukundengewinnung, neue Aufträge. Und dabei gibt es verschiedene Werkzeuge. Das, was jetzt in diesem Bereich IT-Security am besten funktioniert, ist einerseits die Termineinladung bei den Bestandskunden auf eine bestimmte Art und Weise. Dann zeigen wir euch eine Print-Werbungsmethode für Neukundengewinnung, die unheimlich gut funktioniert. Dann, wie man mit einer Landingpage arbeitet, um mit den Interessenten zu interagieren. Dann zeigen wir euch, wie man ein NIS2-Audit-Gespräch aufbaut, und zwar so, dass ihr das selber ausführen könnt und dass jeder eurer Mitarbeiter draußen so ein Kurzaudit durchführen kann beim Kunden. Und dann, wie ihr dann direkt IT-Lösungen verkaufen könnt in diesem NIS2-Kundengespräch und andererseits, ja, quasi damit euch ein neues Geschäft fürs System ausholt. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich dann eben nach der detaillierten NIS2-Info von Chris Herbst. Fragen bis hierhin? Dann bitte kurz auf Hand heben klicken und in den Chat mit reinschreiben. 170 Teilnehmer ist, glaube ich, eine Ansage. Ja, Chris, deine Showbühne. Vielen Dank, dass du mit dabei bist. Und ja, danke, dass du vor allen Dingen dir die Zeit nimmst und uns Systemhäuser so ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringst beim Thema NIS2. Herzlich willkommen. Sehr gern. Vielen Dank. Bild ist da. Ja, das ist da jetzt. Das schieben wir auch noch rüber. Jetzt müsste da den kompletten Bildschirm sehen, oder? Passt das Ja, so? klappt. Prima, super. Danke. Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mike, vielen Dank für die Möglichkeit, hier am Webinar teilzunehmen und ein bisschen was zu erzählen über die NIS2-Richtlinie. Darf mich zunächst vorstellen und meine Firma, die Firma Machcon. Wir sind hauptsächlich im Bereich Compliance, IT-Governance tätig, also so die Sachen, die außen rumlaufen, die wehtun, wenn sie nicht funktionieren, sind in dem Sinn kein Systemhaus, daher auch keine direkte Konkurrenz. Ja, beschäftigen uns sehr viel mit Datenschutz, den Governance-Themen, Compliance-Aspekte, aber auch Qualitätsmanagement im Allgemeinen. Im Pharmabereich geht es auch in den Systemvalidierungsaspekt rein. Ja, gewisse Softwarelösungen müssen einfach qualifiziert oder validiert werden. Da sind wir der Partner an der Seite des Kundens. Ansonsten kümmern wir uns aber eher wirklich um die rechtlichen und organisatorische Seite der IT-Sicherheit. Ja, die Firma ist mittlerweile 45 plus Mitarbeiter groß, ja, auf dem Weg zu 50 auf den Jahreswechsel. Sind tätig in drei verschiedenen Ländern, ja, mittlerweile 10 Jahre am Markt, verteilt auf 5 Standorte in drei verschiedenen Ländern. Ja, immer noch komplett Inhaber geführt. Ja, darauf sind wir sehr stolz. Ja, vom Kundenportfolio her sehr breit gefächert. Ja, das geht los vom 3-Mann-Hörakustiker bis hoch zur 100.000-Mann-Firma wie nach Roche oder nach Novartis in Basel. Aber eben auch ja, ganz viel Mittelstandskunden. Ja, durch unseren Fokus auf Governance, Compliance, Datenschutz und IT-Sicherheit, ja, haben wir im Prinzip keinen so einen richtigen Branchenfokus, ja, sondern sind da wirklich sehr breit aufgestellt. Ja, eben vielleicht noch ein paar Takte zu mir. Ja, Mike hat es vorher auch ganz plakativ gesagt. Ich bin 40 Jahre alt,
frisch in den 40er-Club eingetreten. Komme aus der Bodenseeregion, hört man vielleicht am Dialekt. Ja, bin vom Ausbildungshintergrund Diplom-Informatiker, habe hier in Konstanz und in Coventry in England studiert und habe zwei Kinder, bin verheiratet und ja, Unternehmer aus Leidenschaft, wenn man so will. Ja, dann würde man auch schon kommen auf das Thema des heutigen Tages, nämlich die NIS-2-Richtlinie. Der Mike hat schon ein bisschen angeteasert, ja. Daher versuche ich das nicht zu doppeln. Ja. Was ist die NIS-2-Richtlinie? Ja, es geht um Netzwerk- und Informationssystemsicherheit. Ja, auch da ist das Ziel, einen Mindeststandard zu definieren, der länderübergreifend in der ganzen EU gelten kann. Ja, die einzelnen Länder sind auch damals wie bei der DSGVO dazu aufgefordert, das jetzt in nationales Recht umzusetzen. Ja, wie immer ist da Deutschland sehr, sehr gut dabei. Ja, das hat auch bei der DSGVO relativ gut geklappt. Jetzt, das sind Referentenentwürfe schon im Umlauf. Die werden alle 2, 3 Monate mal aktualisiert. Es gab einen Entwurf im April, einen im Juli und jetzt kürzlich im September kam wieder einer raus. Ja, also auch da muss man einfach sagen, da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Ja, manche Passagen werden noch konkretisiert. Ja, es wurde auch in den Erstentwürfen deutlich, dass es noch Redebedarf gibt. Ja, auf das werden wir später noch zu sprechen kommen. Ja, eben, also Ziel ist es einfach, ein hoher gemeinsamer Standard und ein Cybersicherheitsniveau einzuführen für die gesamte EU. Ja, ich habe da plakativ mal noch eine TÜV-Plakette dazugehauen. Ja, wenn man das mal so adaptiert mit einer Analogie machen würde, könnte man vom IT-Security-TÜV sprechen. Ja, es geht darum, Gefahren für Dritte zu vermeiden im Allgemeinen. Und dafür natürlich einen Rahmen zu setzen für Mindestanforderungen. Ja, ja und auch da geht es natürlich darum, regelmäßig ja, die Security-Verkehrstauglichkeit sicherzustellen. Ja. Und ja, das ist eben auch eine klare Konsequenz. Überall, wo es Regeln gibt, gibt es auch Strafe. Ja. Auch die werden wir mal später kurz behandeln. Ja. Wer sich nicht dran hält, der riskiert sehr hohe Bußen. Ja. Und eben der Geschäftsführer, ja, sitzt da halt auch immer mit im Boot. Ja, wen betrifft's grundsätzlich öffentliche und private Einrichtungen von 18 verschiedenen Sektoren, die wir gleich auf der nächsten Slide uns anschauen werden. Ja, primär mal die 50 Beschäftigte haben oder einen Jahresumsatz von 10 Millionen Euro, ja, oder eine Bilanzsumme von 10 Millionen, das reicht auch schon. Ja, also da sind jetzt die Kleinen in dem Sinn noch nicht mit drin, aber es gibt natürlich die Ausnahme. Ja, einige sind tatsächlich unabhängig von der Firmengröße Teil der NIS2 und müssen sich entsprechend auch an diese Regeln halten. Ja, das sind spezielle Teile der digitalen Infrastruktur, ja, öffentliche Verwaltung. Aber auch Kritis-Anbieter ja, mit an Bord. Ja, auch da wird es später noch eine Slide geben, wo wir uns solche Beispiele genauer anschauen. Chris, jetzt immer wenn eine Frage ist, gehe ich einfach mal kurz dazwischen jetzt. Der Wolfgang Gerne. Rubi hat eben gerade gefragt, 17.10. ist ja der Punkt, wo es in nationales Recht umgesetzt sein muss. Also ist ja späteste Situation. Das bedeutet, in dem Moment handelt es sich um deutsches Recht und in dem Moment muss ich das, also man kann sagen, in einem Jahr muss das Ding stehen.